Also ich sag mal, in der Grundschule war ich noch motivierter, so, da war ich, nee, wie war das? Genau, in der Grundschule war mein Bruder noch besser in der Schule und dann später in der Oberschule ging es bei mir besser. Es lag sicherlich auch einfach an der Schule, so, nicht an meinem Bruder selbst. Und ich weiß nicht, auch die Option, die man verbindet. Da war er auch dann von der Schule runter, weil meine zweite Fremdsprache war leider nicht so gut. Also und dann haben wir ein Jahr so eine Pflichtschule gemacht. War ich auch nur ein halbes Jahr hingegangen. Das zweite halbe Jahr habe ich dann gedacht, dass Parksitzen und Kiffen doch irgendwie besser ist. Ja, habe ich Abgangszeugnis bekommen. Also es war auch, also das erste Zeugnis, da hatte ich glaube ich noch irgendwie eine 2 in Mathe und so. Und ja, habe ich mir das auch nicht mehr angetan. Und dann habe ich aber noch dann später, also danach bin ich dann ein Fachabitur gemacht an der Hein-Möller-Schule in Lichtenberg. Der einzigste Wessi in meiner Klasse. Das war eine lustige Zeit, gut Skat spielen gelernt. überhaupt eine lustige Mentalität, wir waren nur Jungs. Und habe ich einen Freund kennengelernt, der war schon ein bisschen älter als ich, der hatte schon ein bisschen mehr gearbeitet. Und der hat auch so eine eigene persönliche Feindschaft mit dem Lehrer aufgebaut, die ihn wiederum motiviert hat, auch nochmal, abgesehen davon, dass er seine anderen Sachen nicht mehr machen wollte, Abitur zu machen. Und da ich, der hat so alleine gewohnt, hat so ein Schüler-BAföG bekommen, seinen Eltern war irgendwie, weiß nicht, habe ich ihn kennengelernt. Und der ist dann immer, ich habe den immer mitgenommen, wenn ich habe die Nachhilfe bezahlt bekommen irgendwie und habe ich halt Daniel mitgenommen und dann haben wir zusammen geleitet. Aber wir waren 3 Leute, die dann da Abitur gemacht haben letztendlich. Und wenn ich das nicht, also ich hätte es nie gemacht, wenn Daniel mich dann nicht so mitgezogen hätte. Ich auch immer noch heute sehr dankbar für. Also und dann am Studium war das ja, anders. Da ging das ziemlich, also schon allein, dass dieses Abitur, hier die Sophie Scholl Abitur, die haben noch, kommen dahin und haben noch nie von komplexen Zahlen gehört und keine Ahnung, da hatten wir eine gute Vorbildung, für die Uni hatte ich eine ganz gute Vorbildung. Dann da lief das ziemlich gut. Hein-Möller-Schule in Berlin-Lichtenberg, so Elektrotechnik Berufsschule. Und ihr wart vielleicht schon 3 Tage die Woche da, oder? Nee, ich habe keine Berufsschule gemacht, ich habe ja Fachabitur gemacht. Das war Vollschule. Genau, ein halbes Jahr Praktikum habe ich gemacht, das habe ich im St. Kathrauen Krankenhaus gemacht. Als Handwerker, sozusagen. War das dann irgendwie, hast du gemerkt, dass du der einzige Bessi bist, oder? Nee, das geht schnell. Woran hast du das gemerkt? Der Bessi, der auch Unternehmersohn war, natürlich. Woran ich das gemerkt habe? Das ist einmal die Sprache natürlich, auf jeden Fall. Also hauptsächlich, außerdem hat man ja irgendwie auch gesprochen, wenn man Freunde mit nach Hause mitgenommen hat. Und die haben da irgendwie gegenüber vom Tierpark irgendwie gewohnt, viele irgendwie halt Platte. Und ja, dann, weiß nicht, am Kudamm ausgestiegen sind, es war halt irgendwie eine andere Welt. Also für mich war es auch eine andere Welt da. Aber ja, es war auch schön. Also. Da gab es wieder andere Witze, andere Sprüche, andere. Auf jeden Fall. Ja. Andere Witze, andere Sprüche. Ich glaube, das ist auch gut an der Sache.